Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. Kaum ein Land auf der Welt hat so viele Corona-Tests pro Kopf durchgeführt wie Österreich. Testbild. Die Massentests haben fast 5 Milliarden gekostet, zeigen ZIP 2-Recherchen. Aber hat sich das gelohnt? Auch der Bundeskanzler will die Corona-Politik jetzt kritisch aufarbeiten. Dazu live im Studio der Gesundheitsökonom Thomas Cipionka und die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle. Schlussakt. Der ÖVP-Urausschuss habe Hinweise auf massive Korruption erbracht, aber keine Beweise, wer die Auftraggeber waren, schreibt der Verfahrensrichter in seinem Abschlussbericht. Lügenfabrik. Eine israelische Firma liefert mit Hackern und 30.000 gefälschten Online-Profilen Wahlmanipulation oder Rufmord auf Bestellung, belegt eine Undercover-Recherche. Drei Jahre ist es jetzt her seit dem ersten positiven Corona-Test in Österreich. Seither sind mehr als 5,8 Millionen Fälle dazugekommen, knapp 6.000 alleine seit gestern. Und während die allermeisten Schutzmaßnahmen bald enden werden, wird langsam die Corona-Politik der Regierung auch aufgearbeitet. Zum Beispiel die österreichische Teststrategie. 211 Millionen Tests wurden hierzulande durchgeführt. Das waren über 23 pro Kopf. Ähnlich viele Tests gab es nur noch in Dänemark. In der Schweiz waren es weniger als 3 pro Kopf, in Schweden weniger als 2 und in Deutschland nur 1,5. Österreich ist Testweltmeister, hat der damalige Kanzler Kurz stolz verkündet. Aber in der Statistik der Corona-Todesfälle hat sich das wenig ausgewirkt. Da liegen wir hinter Deutschland, der Schweiz und auch Schweden. Und die Massentests waren richtig teuer, haben Ulla Gamer-Schmidt und Martin Thür recherchiert. Über 200 Millionen Mal wurde in den vergangenen drei Jahren ein Corona-Test durchgeführt und das Ergebnis danach gemeldet. Österreich hat während der Corona-Pandemie sehr viel stärker als andere Länder auf Tests gesetzt, mit enormen Kosten. 4,8 Milliarden Euro haben die Testprogramme in Summe bisher gekostet. Knapp 4,3 Milliarden aus dem Gesundheitsministerium für behördliche Tests, etwa für Kontaktpersonen und sogenannte Screening-Tests, also Covid-Tests für Menschen ohne Symptome oder Risikokontakten. 411 Millionen Euro haben die Tests in Schulen durch das Bildungsministerium gekostet und dann ist da noch das Programm für Tests in der Gastronomie, das 171 Millionen Euro gekostet hat. Das sind aber nur die Kosten, die bisher abgerechnet wurden. Diese können und werden sich wohl noch erhöhen. Simulationsforscher Niki Popper konnte zwar einen prinzipiell positiven Effekt für den Infektionsverlauf im Modell nachweisen, aber nach den vielen Testen wurde zu langsam reagiert. Wenn ich eine Ausbreitungsreduktion erreichen möchte, muss eben das zusammenspielen, wie teste ich, ja, und wie schnell kann ich isolieren und will ich das und was erspare ich mir damit? Erspare ich mir damit zum Beispiel Schulschließungen? Weil das ist ja zum Beispiel spannend, wenn Sie sich das im Gesamtkontext überlegen. Wenn wir ein schnelles Testsystem haben und eine schnelle Möglichkeit, Menschen zu isolieren, na, dann erspare ich mir großflächig irgendwas zuzusperren, wurscht, ob das jetzt Schulen sind oder was anderes, weil ich fokussiert vorgehen kann. Neben den behördlich angeordneten Tests waren viele Tests in Österreich sogenannte Screening-Tests, also Tests von Personen ohne Risikokontakt oder Symptomen. Ein großer Teil davon fand in Wien statt. 45% aller Kosten für Screening-Tests entstanden in der Bundeshauptstadt. Allerdings fanden da auch 36% aller Untersuchungen statt. Von September 2020 bis Februar 2022 veröffentlichte die Ampelkommission den Anteil der so gefundenen Screening-Fälle. Selbst in Höchstzeiten einer Corona-Welle waren es österreichweit nur 13% und in Wien 20% der Corona-Fälle, die über Screening-Tests gefunden wurden. Der große Teil der Positiven betraf Kontaktpersonen oder Personen mit Symptomen. Sind Screening-Tests also weniger wirksam? Der Simulationsexperte widerspricht. Asymptomatisches Testen in der Dimension, über die Sie ja jetzt auch berichten und über die wir reden, ist nicht notwendig, ja, um ein Bild von einer Pandemie zu haben. Das ist nicht das Ziel. Sondern in Hochphasen zu testen, ist dann sinnvoll, wenn man sagt, okay, ja, ich möchte noch ein besseres Bild haben, okay, aber vor allem, um zu sagen, kann ich damit sozusagen reduzieren? Und unter diesem Licht müssen wir jetzt auch die Bewertungen machen. Was war das Ziel? Was waren die ökonomischen Kosten? Und was waren die Kosten, nicht nur ökonomisch, die ich mir potenziell erspart habe?
in der Öffentlichkeit kaum beachtet, wie teuer die Tests in Apotheken oder bei Ärzten waren. Über 1,1 Milliarden Euro kosteten die Tests hier. Vor allem, weil der Kostenersatz mit 25 Euro pro Test deutlich teurer war als bei den anderen Testschienen. Alleine für das Aushändigen der Wohnzimmer-Antigen-Tests bekamen Apotheken 10 Euro pro Packung. Die Apothekerkammer begründet dies mit Personal- und Laborkosten sowie aufwendiger Organisation. Am günstigsten und mittlerweile auch etabliert sind übrigens die Abwasseranalysen mit jährlichen Kosten zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, jeder einzelne Test wurde aus Bundesmitteln bezahlt. Auch die Bundesregierung will die Pandemie und ihre Politik nun aufarbeiten. Kanzler Nehammer hat heute eine kritische und schonungslose Analyse angekündigt, die rund um Ostern gemeinsam mit Fachleuten beginnen und auch allfällige Fehler aufzeigen soll. Viele Begegnungen mit Menschen in den Bundesländern, mit Bürgerinnen und Bürgern haben mir gezeigt, dass diese 3 Jahre Pandemie Spuren hinterlassen haben, dass es Traumata gibt, die bearbeitet werden müssen und dass vor allem tiefe Gräben entstanden sind. Ziel der Bundesregierung war und ist es, dass wir diese Gräben wieder zuschütten, dass wir erreichen, dass die Spaltung der Gesellschaft, eines Teiles der Gesellschaft wieder rückgängig gemacht werden kann. Und dafür ist es notwendig, einen Dialogprozess zu starten. Einzelheiten zu diesem Dialogprozess hat Nehammer heute noch nicht genannt, aber wir wollen trotzdem jetzt im Studio mit einer ersten Analyse beginnen, und zwar mit dem Gesundheitsökonomen Thomas Cipionka vom Institut für höhere Studien und mit der Klagenfurter Politologin Katrin Steiner-Hemmerle. Guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Cipionka, möchte gerne mit Ihnen beginnen, mal ganz pauschal. Welche Schulnote würden Sie denn der österreichischen Corona-Politik im Rückblick geben? Ja, ich würde sagen 3 bis 4. Man hat stark begonnen in der ersten Welle und in den folgenden Wellen dann zu spät und zu wenig entschlossen reagiert und mit der Impfpflicht sicherlich einen Schnitzer gemacht. 3 bis 4 ist keine besonders gute Note. Bei den Corona-Tests liegen wir weltweit auf Platz 1 bis 3, je nach Statistik, bei der Strenge der Schutzmaßnahmen nach einem Oxford-Ranking auf Platz 21, aber bei der Zahl der Corona-Toten trotzdem nur auf Platz 41. Länder wie die Schweiz oder Schweden, die deutlich weniger strenge Maßnahmen hatten, haben trotzdem weniger Tote. Warum sagen Sie dann, wir waren zu wenig streng am Ende? Naja, wir haben in den Wellen, vor allem im Herbst 2020 und 2021, zu wenig und zu spät und zu wenig entschlossen reagiert und die Maßnahmen, die man gesetzt hat, die teilweise sehr streng waren, dann sehr lange sozusagen ausgezogen, und das hat dazu geführt, dass die zunehmend nicht mehr berücksichtigt worden sind von der Bevölkerung. Frau Professor Steiner-Hemmerle, Corona habe das Land traumatisiert und Gräben aufgerissen, sagt der Bundeskanzler heute. Das geht sogar an die Substanz der Demokratie, sagt der Gesundheitsminister. Würden Sie diese Diagnose teilen? Ja, die Wählerinnen und Wähler stellen ja der Regierung ein deutlich schlechteres Schulzeugnisnote aus, als wie es jetzt Dr. Cipionka gemacht hat. Das sehen wir an den Vertrauenswerten. Also dass innerhalb doch sehr kurzer Zeit der Glaube an das Funktionieren des politischen Systems von 2/3 auf 1/3 abgerutscht ist, das spricht für die Regierung eine deutliche Sprache. Da braucht es gar nicht so sehr schlechte Umfragewerte oder gar Wahlergebnisse für die ÖVP. Und ich denke, dem will natürlich Karl Nehammer auch etwas entgegensetzen. Schlechte Vertrauenswerte für die Politik oder für die Regierung sind das eine, aber ein Trauma für das ganze Land, wie es der Kanzler heute gesagt hat. Würden Sie das auch so sehen? Ein Trauma würde ich nicht sehen. Eine Spaltung oder eine Polarisierung ist natürlich wahrnehmbar, aber wir sind weit entfernt von bürgerkriegsähnlichen Zuständen oder natürlich auch von einem Nicht-mehr-miteinander-Können aller Parteien. Aber es gibt natürlich vor allem die Freiheitliche Partei, die ja auch heute wieder deutlich gesagt hat, sie macht bei dieser Dialoggruppe, bei diesem Prozess nicht mit. Also die Gefahr für Kanzler Nehammer ist natürlich schon auch, dass er zwar die anderen Parteien hier einen kann, aber natürlich eine Partei vor allem ein Alleinstellungsmerkmal für die Skeptischen weiter behält. Dazu kommen wir ein bisschen später noch. Herr Dr. Cipionka, Sie waren ja auch und sind noch immer ein Vertreter einer relativ strengen Corona-Politik.
Womit haben denn im Rückblick die Maßnahmen Kritiker aus gesundheitspolitischen Gründen recht gehabt? Naja, ich glaube, dass der Lockdown für die Ungeimpften und insbesondere auch die generelle Impfpflicht keine gute Idee waren. Die haben maßgeblich dazu geführt, dass das Vertrauen in die Maßnahmen insgesamt unterminiert worden ist und auch die Länge der Lockdowns, wenn Sie sich erinnern, 2020, 2021, hat er extrem lang, waren wir im Lockdown, weil sich eben noch niemand mehr daran gehalten hat. Das hätte man auch kommunikativ berücksichtigen müssen. Dieser Lockdown für die Ungeimpften hat fast 3 Monate gedauert, von Mitte November bis Ende Jänner 2021. Da konnten sehr, sehr viele Menschen, die nicht geimpft waren, 3 Monate lang nicht in Lokale, nicht in Geschäfte, nicht in Kulturveranstaltungen gehen. Und wie man im Rückblick weiß, hat das epidemiologisch praktisch nichts gebracht. Konnte man das nicht schon vorher wissen? Naja, natürlich ist im Rückblick ist man natürlich immer gescheiter, deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtiger. Nur der Lockdown für Ungeimpfte, da musste man sich schon fragen, ob man so weite Teile der Bevölkerung ausschließen kann oder ob nicht neuralgische Punkte der Übertragung über die 3G-Regeln kontrolliert werden können. Der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach, auch ein Verfechter einer sehr strikten Politik, hat kürzlich gesagt, die Schulschließungen, da haben wir uns geirrt, die wären nicht nötig gewesen. Na, das sehe ich nicht ganz so. Die Schulschließungen am Anfang, vor allem in den Lockdowns, waren schon notwendig, aber es haben sich dann relativ früh im Jahr Mitte 2020 hatte man schon Maßnahmen, um die Schulen offen zu halten, auch in Wellen. Und die wurden aber nicht umgesetzt. Wir haben von der Future Operations Plattform zum Beispiel hier sehr viel versucht, auch auf die Politik einzuwirken. Aber man hat hier einfach zu wenig gemacht, um die Schulen pandemiefester zu machen. Frau Professor Steiner-Hemmele, die Rhetorik der Regierung, vor allem von Kanzler Kurz am Anfang, war ja sehr, sehr streng. Aber auch noch Kurzzeitkanzler Schallenberg hat in den wenigen Wochen, die er Kanzler war, mal den Satz gesagt, wir werden die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. War das alles sehr gescheit? Das war definitiv nicht sehr klug, weil vor allem auch viele Ankündigungen dann nicht eingehalten wurden einerseits, andererseits oft ein Zickzackkurs gefahren wurde, nicht nur in der Bundesregierung, sondern vor allem auch zwischen Bundesländern und der Bundesregierung. Und nicht zuletzt war natürlich auch das Problem, dass Menschen vor allem kritisieren heute, dass zu stark eingegriffen wurde in ihr Privatleben, in ihr persönliches Umfeld und sie auch daher das Vertrauen verloren haben in die Politik. Diese Gräben will der Kanzler jetzt mit diesem Dialogprozess zuschütten. Wie das genau laufen soll, ist noch unklar. Aber hat das überhaupt eine realistische Chance oder ist das nur ein Versuch des Bundeskanzlers, einem möglichen Corona-Untersuchungsausschuss im Parlament zuvorzukommen, der für die Regierung möglicherweise politisch recht unangenehm würde? Na, es ist natürlich eine Flucht nach vorne. Er hat nur eine Wahl, entweder selbst zu evaluieren oder evaluiert zu werden. Das nimmt natürlich zu auf verschiedenen Ebenen. Es gab ja jetzt nicht nur gesundheitspolitische Auswirkungen, sondern da gibt es ja auch ganz viele andere Politikfelder, nicht zuletzt eben auch die Förderungspolitik. Da ist es natürlich angenehmer, hier selber das Heft in die Hand zu nehmen. Andererseits ist er natürlich auch getriebener wegen den schlechten Umfragewerten, wegen auch einer weiteren drohenden Niederlage, nicht nur jetzt in Kärnten, sondern vor allem auch in Salzburg. Ist ja interessant, Ostern, das fällt ja genau in die heiße Wahlkampfphase dann in Salzburg. Aber nicht zuletzt ist es auch ein Ablenkungsmanöver. Wir dürfen ja nicht vergessen, heute wurde der Bericht präsentiert des ÖVP-Untersuchungsausschusses. Und das ist sicher auch angenehmer, vor die Medien zu treten und Pläne zu verkünden, auch wenn sie sehr vage sind, als wie darauf Antworten zu geben, was eben in diesem Untersuchungsausschussbericht steht. Zu diesem Bericht kommen wir trotzdem noch später in der Sendung, aber Sie haben schon angesprochen, ein Motiv für diese Aufarbeitung sind sicher auch die Umfrageergebnisse der FPÖ, die ja offensichtlich sehr stark von Gegnern der Corona-Politik getrieben sind. Jetzt hat FPÖ-Chef Kickl heute diesen geplanten Versöhnungsprozess des Kanzlers als Verhöhnungsprozess verspottet und als inszenierte Weißwaschung. Hat die ÖVP mit dieser geplanten Aufarbeitung überhaupt eine Chance gegen die FPÖ-Kritik?
Das ist jetzt die Frage, wie ernsthaft das vorangetrieben wird. Wir wissen relativ genau, was notwendig ist. Ein neues Pandemiegesetz, vor allem neue Pandemiepläne, die Koordination zwischen den Behörden, einfach auch, wie die Kommunikation in Zukunft ablaufen sollte und natürlich auch eine gewisse Fehlerkultur, ein Eingeständnis. Allerdings darf es nicht in die Richtung hinauslaufen, dass man jetzt dann versucht, auch von Seiten der ÖVP, selbstverständlich gemeinsam auch mit den Grünen, jetzt ein Projekt zu starten. Aber wenn es nicht gelingt, die Opposition ausreichend ins Boot zu holen, dann denen einfach nur auch Diskussionsverweigerung vorzuwerfen und hier vielleicht wieder die Fehler abzuschieben oder auch zu relativieren. Die Frage ist, das wissen wir heute noch nicht, wer nimmt daran teil? Kommt es etwa auch zu einer besseren Abstimmung mit der Wissenschaft, mit den Daten? Werden hier wirklich Pläne ausgearbeitet, die jetzt vielleicht rückblickend nichts mehr helfen, aber uns viel fitter machen für die nächste Pandemie oder auch für die nächste Krise? Herr Dr. Cipionca, Sie als Wissenschaftler, als Gesundheitsökonom, was würden Sie sich denn von einer solchen Aufarbeitung von diesem Dialogprozess, den der Kanzler heute angekündigt hat, erwarten? Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, das aufzuarbeiten. Es war eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten und es gibt hier sicherlich viel Verbesserungspotenzial, gerade auch in der Kommunikation, aber auch in der Vorbereitung insgesamt. Wir haben zum Beispiel in einem großen europäischen Projekt gesehen, wie wichtig es ist, das Gesundheitssystem auf solche Pandemien vorzubereiten, die Integration im Gesundheitswesen zu fördern. Und da kann ja jetzt auch zum Beispiel der Finanzausgleich dazu dienen, diese Voraussetzungen zu schaffen, falls wieder eine Pandemie kommt. Wie optimistisch sind Sie, dass das alles so wird? Naja, beim Finanzausgleich ist es ja auch immer so, dass man am Anfang sehr große Visionen hat und dann zieht die Realität ein. Aber die Medienmeldungen auch über die Spitäler und dergleichen und auch der Druck, den die Opposition natürlich aufbaut, der wird natürlich schon dazu führen, dass sich etwas politisch auch bewegt. Letzte Frage an Sie, Frau Professor Steiner-Hämmerle. Der damalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat schon ziemlich am Anfang der Pandemie den Satz gesagt, wir werden einander viel verzeihen müssen. Sollte die Regierung am Ende dieses Dialogprozesses die Bevölkerung um Entschuldigung bitten? Das würde ich empfehlen. Vor allem natürlich auch jene, die heute noch leiden unter den Folgen. Aber eine Entschuldigung allein reicht nicht. Es braucht natürlich Maßnahmen. Wir kennen das alle, egal ob es jetzt um psychologische Hilfe für Jugendliche geht oder auch im Pflegebereich höhere Löhne. Ich denke, viel ist offensichtlich geworden, wo in dieser Republik Hilfen notwendig sind, Schieflagen entstanden sind. Und eine Entschuldigung funktioniert natürlich nur, wenn sich die Dinge dann auch verbessern. Frau Steiner-Hämmerle, Herr Cipionca, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und wir wechseln damit das Thema und kommen zum bereits angesprochenen U-Ausschuss-Abschlussbericht. Mehr als 26 Millionen Aktenseiten auf Datenträgern und in über 2000 Ordnern und 83 Auskunftspersonen, die knapp 219 Stunden lang befragt worden sind. Das ist die statistische Bilanz des sogenannten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, der vor einem Monat zu Ende ging. Heute hat der Verfahrensrichter seinen gut 500 Seiten dicken Abschlussbericht geliefert. Da ist viel von Hinweisen auf Korruption die Rede, aber von wenigen Beweisen für Auftraggeber. Und in seinen Empfehlungen liegt der Bericht ganz auf Regierungslinie. Regina Pöll berichtet. Der ÖVP-U-Ausschuss ist zu Ende, der vorläufige Schlussbericht fertig. Mehr als 500 Seiten, 8 Kapitel, 4 Beweisthemen. Im Mittelpunkt Studien und Umfragen. Stichwort Beinschab Österreich-Tool. Zu den mutmaßlich geschönten Studien und Umfragen konnte laut Bericht im U-Ausschuss weniger als erwartet festgestellt werden. Dies ist nur zum Teil gelungen, weil maßgebliche Personen nicht geladen wurden und andere wie Schmidt sich der Aussage entschlugen. Unter anderem durch die Chats des Ex-Generalsekretärs im Finanzministerium Thomas Schmidt scheine zwar eine massive korrupte Vorgangsweise geradezu auf der Hand zu liegen, der U-Ausschuss habe aber nicht ergeben, in wessen Auftrag der Einsatz erfolgte, wer davon wusste oder daran mitwirkte. Also, ob der spätere Kanzler Sebastian Kurz das Tool in Auftrag gegeben hat. Begünstigung bei Personalauswahl. Zum Innenministerium und dessen Einflussbereich schreibt der Verfahrensrichter, es scheint, wodurch persönliche und politische Nähe zumindest eine faktische Einflussmöglichkeit auf Begutachtungskommissionen und Besetzungsvorschläge gegeben zu haben.
Bei mehreren Postenbesetzungen sei der Wunschkandidat oder die Wunschkandidatin der ÖVP zum Zug gekommen. Ob sie weniger qualifiziert waren als andere Bewerber, haben die Befragungen nicht eindeutig gezeigt. In weiteren Fällen habe es wörtlich zumindest Unterstützung von höchsten Stellen gegeben. Einfluss auf Steuerverfahren. Zur Großbetriebsprüfung von Siegfried Wolf liegen laut Bericht ausreichend Anhaltspunkte vor, die Korruption jedenfalls im Sinn politischer Einflussnahme und Verantwortlichkeit nahelegen. Durch Interventionen und Terminverschiebungen sei es gelungen, dass dem Investor am Ende Steuern in Millionenhöhe erlassen wurden. Was empfiehlt nun Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl in seinem Schlussbericht? Etwa eine Bundesstaatsanwaltschaft als unabhängige Weisungsspitze in der Justiz, aber auch private Chats und Handydaten sollen gesetzlich geschützt und die Veröffentlichung von Anklageschriften verboten werden. Als einer der ersten reagiert am Abend der SPÖ-Fraktionsvorsitzende. Ich finde das persönlich total absurd, dass man hier die Presse- und Medienfreiheit einschränken will. Deswegen sage ich ausdrücklich, diese Schlussfolgerung oder diese Empfehlung teile ich gar nicht. Einige Sachen teile ich von den Empfehlungen, zum Beispiel, dass wir einen Bundesstaatsanwalt brauchen oder dass wir ein Informationsfreiheitsgesetz brauchen, das heißt, dass das Amtsgeheimnis abgeschafft wird. Der ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss Andreas Hanger sieht sich hingegen durch den Schlussbericht bestätigt. Die Vorwürfe gegen die ÖVP lösen sich in Luft auf, schreibt er in einer Aussendung. Ein anderes Problem, das auch im Bericht anklingt, könnte kleiner werden, wenn die Politik den Empfehlungen des Verfahrensrichters folgt. Wer ungerechtfertigt Antworten verweigert, soll künftig eine höhere Beugestrafe zahlen müssen. Erst gestern hat einer der engsten Vertrauten von Wladimir Putin eingestanden, dass er seit vielen Jahren diese sogenannte Trollfabrik in St. Petersburg betreibt, die durch strategische Desinformation die politische Debatte und Wahlen im Westen beeinflussen soll. Und heute wurde bekannt, dass es eine solche Fake-News-Fabrik auch in Israel gibt. Eine private Firma von ehemaligen Militärs, die mit Hackern und 30.000 gefälschten Online-Profilen weltweit Wahlkampagnen manipuliert und Rufmord auf Bestellung liefert. Das zeigt eine internationale Undercover-Recherche, an der unter anderem der Standard, der Spiegel, der Guardian und das ZDF beteiligt waren. Paul Huima berichtet. August 2022, Wahlen in Kenia. Die Opposition verliert, von Unregelmäßigkeiten ist die Rede, auch von Betrug. 2019 Cyberangriffe auf Wählerverzeichnisse bei den Wahlen in Indonesien. Gezielte Desinformation und Wahlmanipulationen, möglicherweise durchgeführt von einer israelischen Firma. Mit versteckter Kamera zu Besuch bei Team Jorge, israelische Ex-Militärs und Agenten. Für 6 bis 15 Millionen US-Dollar beeinflussen sie Wahlen im Sinne des Auftraggebers. Völlig unauffällig, sagt Jorge alias Tan Hanan. Habt ihr gesehen, was an der Tür steht? Nichts, kein Klingelschild, kein Name. Wir sind nichts, wir sind wie Luft. Mit einer Armee von mehr als 30.000 Bots, also Fake-Profilen auf Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube, verbreiten sie gezielt Falschmeldungen. Sie verfügen über ein noch nie dagewesenes Desinformationssystem. Es ermöglicht Ihnen, online in großem Umfang gefälschte Konten zu erstellen und diese zu nutzen, um Desinformationen zu verbreiten. Und das ohne entdeckt zu werden. Omer Ben Jakob von der israelischen Tageszeitung Haaretz und zwei weitere Journalisten. Sie wollten eigentlich zu israelischen Trollfabriken recherchieren und stoßen dabei auf ein weltweites Netzwerk. We set out to try to pose as clients. Wir haben uns als Kunden ausgegeben und wollten Desinformationsfabriken dazu bringen, uns ihr Angebot zu unterbreiten. Irgendwann sagte uns jemand, hört zu, ihr müsst mit Jorge sprechen. Er sei eine große Nummer, er sei der Typ, den ihr nehmen wollt. Das ist einer der großen Namen in dieser dunklen Industrie. Wer gewillt ist zu bezahlen, dem bietet das Team Jorge eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter Hackerangriffe auf Kurznachrichtendienste und E-Mail-Konten, Verbreitung von Falschnachrichten über gehackte Konten, Fake-Accounts für Manipulation in sozialen Medien, Wählerunterdrückung und Störung des Wahlprozesses, Untergraben von Wahlergebnissen durch die Unterstellung von Wahlbetrug.
33 nationale Wahlkämpfe und Abstimmungen habe man so bisher beeinflusst, prallt der Chef. 27 davon erfolgreich, sagt er. Für Team Roche gibt es laut Eigendarstellung dabei nur drei Regeln. Keine Aktionen in Israel, keine Einmischung in US-Regierungspolitik und keine Aktionen gegen Putins Russland. Ansonsten heißt es, Zitat, bringt uns Geld, einen Kandidaten und dann kämpfen wir. Desinformation als Dienstleistung. Es ist wohl das erste Mal, dass es Journalisten gelingt, das Geschäft mit der Manipulation von innen zu zeigen. Ich habe zwei Tage nicht geschlafen. Wir sind erst am Anfang, da kommt noch viel mehr. Und wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Jetzt haben wir noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher hat seinen Vorschlag, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen, relativiert. Ihm gehe es vor allem um junge Menschen ohne Betreuungspflichten und jedenfalls nicht um betreuungspflichtige Mütter, so Kocher. Die Ukraine will der OSZE-Tagung in Wien kommende Woche fernbleiben. Österreich hat zuvor angekündigt, die Einreise russischer Abgeordneter zu erlauben und war dafür von der Ukraine und anderen Mitgliedsländern der OSZE heftig kritisiert worden. Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen insgesamt 10.000 Tatverdächtige, die Mafia-Organisationen in Serbien und Montenegro angehören sollen. Sie sollen von Österreich aus Drogendeals und Auftragsmorde koordiniert haben. Bei den Ermittlungen wird das BKA von US-Geheimdiensten unterstützt. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon ist zurückgetreten, nach mehr als 8 Jahren im Amt. Die 52-Jährige musste zuletzt einige politische Rückschläge einstecken, vor allem ihrem wichtigsten Projekt der Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich war die Sozialdemokratin nicht näher gekommen. Auch 9 Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien werden noch immer Überlebende gerettet. Zuletzt 3 Männer und ein Kind in der türkischen Stadt Antakya. Immer wieder gibt es Nachbeben. Insgesamt werden inzwischen mehr als 40.000 Tote gemeldet. In Wien sind es keine 24 Stunden mehr bis zur Eröffnung des Opernballs. Und heute hat Richard Lugner seinen diesjährigen Stargast Jane Fonda öffentlich präsentiert. Die zweifache Oscar-Preisträgerin hat angeblich erst gestern realisiert, dass sie nicht zu einer Opernaufführung in Wien eingeladen wurde, sondern zu einem Ball in der Oper. Aber Lugner zahle gut und sie brauche das Geld, weil sie dieses Jahr nicht arbeiten würde, sondern sich für den Klimaschutz engagiere. Bei ihrer Pressekonferenz verteidigte der 85-jährige Hollywood-Superstar dann auch die Klimaaktivistinnen der letzten Generation. Das, was wegen der Klimakrise alles passieren könnte, ist katastrophal. Deshalb verstehe ich die Frustration. Ich weiß, dass sich Menschen aufregen, wenn der Verkehr blockiert wird. Aber ich glaube, wir müssen den jungen Menschen zuhören und verstehen, was sie dazu bringt, etwas so Drastisches zu tun, wie sich an die Straße anzukleben. Was sie uns sagen ist, helft uns, ihr alten Leute. Helft uns, damit wir eine Zukunft haben, in der wir leben können. Tanzen will Jane Fonda am Opernball morgen übrigens nicht. Sie sei schon alt, habe künstliche Hüften, Schultern und Knie und würde möglicherweise auseinanderfallen, sagt sie. Das Wetter. In den kommenden Tagen kommt Bewegung ins Wettergeschehen. Das Hoch über den Alpen wird schwächer und eine kräftige Westströmung wird allmählich wetterbestimmend. Morgen werden sich Nebel und Hochnebel meist schon im Lauf des Vormittags auflösen und dann kommt fast überall die Sonne durch. Es bleibt sehr mild bei 7 bis 13 Grad. Am Freitag legt der Westwind langsam zu, am Samstag wird es zunehmend stürmisch und vor allem im Norden und Osten ziehen Regenschauer durch. Es gibt verbreitet zweistellige Plusgrade. Und damit verabschieden wir uns von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Hier in OF2 geht es jetzt im Weltjournal mit Patricia Pawlitzki um das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien.
Weltjournal-Reporterin Vanessa Böttcher ist gerade aus dem Erdbebengebiet im Südosten der Türkei heimgekommen. Die Überlebenden stehen oft wie in Schockstarre vor den Schutthaufen. Vanessa Böttcher hat aber auch mit denen gesprochen, die jetzt vor dem Nichts stehen und in knapp 3 Monaten bei den Wahlen aus Zorn und Verzweiflung der Partei des amtierenden Präsidenten Erdogan sicher nicht mehr ihre Stimme geben werden. Bis gleich. Und in der ZIB-Nacht ist zur Debatte um Teilzeitjobs Wirtschaftsforscherin Christine Meyer-Huber vom WIFO zu Gast um 23.36 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.